In Karlsruhe wurde ein in Deutschland einzigartiges Zukunftskonzept entwickelt. Im KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, schließen sich die Universität Karlsruhe und das Forschungszentrum Karlsruhe zu einer internationalen Spitzeneinrichtung zusammen. Das KIT profitiert dabei von der geografischen Nähe beider Institutionen und einer lange bestehenden erfolgreichen Zusammenarbeit in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. KIT ist eine einzigartige Entwicklung im deutschen Wissenschaftssystem. KIT ist die Fusion einer Forschungsuniversität des Landes Baden-Württemberg mit einem nationalen Forschungszentrum im Rahmen der Helmholtz-Gemeinschaft. Und KIT versucht, zwei Missionen, nämlich eben die Mission einer Landesuniversität und die Mission eines nationalen Forschungszentrums, bestmöglich in drei Aufgaben zu erfüllen: Forschung, Lehre und Innovation. Ein wichtiger Forschungsbereich des KIT ist die Zusammensetzung einer weltweit nachhaltigen Energieversorgung. Im neu geschaffenen Zentrum Energie, das mit einem Jahresetat von 100 Millionen Euro zu den größten seiner Art in Europa gehört, arbeiten mehr als 1000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an zukunftsfähigen Lösungen zu diesem Thema. Zum Beispiel durch die Optimierung von Verbrennungsprozessen. Dazu gehört dann als umfassende Klammer eine Energiesystemanalyse, indem wir zum einen die technischen Aspekte berücksichtigen, aber eben auch die wirtschaftlichen Aspekte, Fragen der Umweltverträglichkeit, der Verfügbarkeit und der Sicherheit. Ein bedeutendes Projekt des Zentrums Energie ist die Biolik-Anlage. In dieser Pilotanlage wird im großtechnischen Maßstab Biomasse, zum Beispiel Stroh, in eine hochenergetische Flüssigkeit verwandelt, den Biocyan Crude. Dieser Biocyan Crude könnte schon in wenigen Jahren die Grundlage für 10-15% des Kraftstoffverbrauchs in Deutschland bilden. Typisch für die Arbeit am KIT ist die enge Zusammenarbeit mit der Industrie in Forschung und Innovation. Professor Gisela Lanzer ist Inhaberin einer Shared Professorship, einer Professur, die gemeinsam mit einem Industriepartner eingerichtet wurde. Neben ihren Lehraufgaben forscht Professor Lanzer abwechselnd am KIT und bei der Daimler AG. Dadurch können Forschungsansätze unmittelbar dem Praxistest unterzogen werden, während die industrielle Produktion direkten Input aus der Forschung erhält. Ich bin in der Produktionsforschung tätig und gerade die Produktionsforschung zeichnet sich aus, dass wir sehr anwendungsnah sind. Das heißt, wenn hier Modelle entwickelt werden, die die Produktion optimieren sollen, dann muss derjenige, der die Modelle erstellt, auch die Realität kennen. Auch bei der Förderung junger Forscher setzt das KIT hohe Maßstäbe. Im Young Investigator Network, YIN, sind die Nachwuchsgruppenleiter des KIT vernetzt, werden persönlich gefördert und gestalten aktiv die Zukunft des KIT mit. KIT ist nicht zuletzt dadurch ein Attraktionspunkt für die besten Köpfe aus aller Welt. Mit KIT haben wir in den letzten Monaten bereits sehr viel erreicht. KIT hat in kurzer Zeit eine hohe internationale Aufmerksamkeit hervorgerufen, unter anderem, weil wir mit der Zusammenlegung einer forschungsintensiven Universität und einem nationalen Großforschungszentrum internationale Spitzenleistungen im Bereich der Forschung erbringen können. Auch in der Lehre werden wir durch Synergieeffekte neue Maßstäbe setzen. Gemeinsame Infrastrukturen schaffen ideale Voraussetzungen für hohe Effizienz und für sehr gute Forschungsleistungen. Nicht zuletzt werden wir auch im Bereich der Innovation neue Maßstäbe setzen, denn die Zusammenarbeit mit der Industrie kann durch ein hohes Forschungspotenzial sehr nachhaltig verbessert werden. Durch den Zusammenschluss von Universität und Forschungszentrum ist das Karlsruher Institut für Technologie ein zukunftsweisendes Modell für die Wissenschaftslandschaft. Exzellenz in Forschung, Lehre und Innovation sind hierfür die Erfolgsgaranten.